der Mond, ne? Der schiebt sich jetzt drauf. Ungefähr so. Und er wird sich jetzt hier immer weiter so, ungefähr so weit. Theorie und Praxis lagen an diesem 20. März 2015 eng beieinander. Obwohl der eigentliche Ort des Geschehens knapp 150 Millionen Kilometer entfernt war. Hier in Rodewisch, wo seit knapp 65 Jahren der Sternenhimmel intensiv beobachtet wird, hatte man das Gefühl, dass besondere Vorfreude herrschte. Bei den vielen Hobbyastronomen mit ihren mitgebrachten Teleskopen. Bei den Mädchen und Jungen von der Schiller-Grundschule, die einen Artikel für ihre Schülerzeitung schreiben wollten. Und vor allem bei den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Astronomie. Ich habe mich da sehr drauf gefreut. Wir haben das auch schon letztes Jahr in der AG angesprochen und uns immer wieder mit dem Thema beschäftigt. Und da das eben meine erste Sonnenfinsternis ist, die ich so durchs Teleskop miterlebe, ja, da habe ich mich schon auch sehr drauf gefreut, weil die auch sehr spektakulär werden soll. Das Besondere ist auf alle Fälle, dass heute wir 75% haben. Das ist schon sehr viel. Und das ist besonders als dem, dass heute so viele Leute kommen, weil wir hatten vor 4 Jahren das ja schon mal gehabt. Und da war es von den Leuten ja deutlich weniger. Das schöne Wetter an diesem Tag dürfte nur ein Grund gewesen sein, warum an diesem Freitagvormittag so viele in Rodewisch dabei sein wollten, wenn sich der Mond vor die Sonne schiebt. Hier in der Sternwarte hat man halt die Möglichkeit, in ein Teleskop mitzugucken und das große Teleskop ist aufgemacht. Und hier ist meistens etwas wolkenloser. Und bei mir zu Hause ist das Haus davor. Gegen 9:30, dem Beginn der partiellen Sonnenfinsternis, waren die Teleskope ausgerichtet, die Filter eingelegt und die Brillen geputzt. Alles war bereit für das seltene Naturschauspiel. Wir haben Neumond und Neumond heißt, der Mond steht von der Erde aus gesehen Richtung Sonne und am heutigen Tag ist es eben so, dass er sehr, sehr genau auf einer geraden Richtung Sonne steht und damit kommt es eben zu dem Effekt, dass der Schatten auf die Erde fällt, der Schatten des Mondes auf die Erde fällt. Das Himmelsspektakel, bei dem der Mond die Sonne fast zu 3/4 bedeckte, zog sich insgesamt über fast 2 Stunden hin. Genügend Zeit also, um hier und da mal einen Blick in ein Teleskop zu werfen, sich mit Experten auszutauschen oder diesen seltenen Moment festzuhalten. Ja, wir haben jetzt die höchste Stellung erreicht und es wird spürbar kälter und auch der Himmel hat sich ein bisschen verdunkelt. Also man kann das schon richtig spüren, dass das ein bisschen wie abendliche Stimmung hier ist. Kurz vor 12 war die Sonnenfinsternis 2015 Geschichte. Was blieb, waren Hunger und Momente, die wohl ewig in Erinnerung bleiben dürften, oder? Ja, es war schon sehr schön, aber sehr viel habe ich nicht gesehen, da die meisten Besucher halt durchgeschaut haben durchs Teleskop. Aber es ist schon ja, atemberaubend und man hat es auch so gemerkt, wenn man nur daneben stand, dass es kälter wird und dass die Schatten auch viel intensiver werden. Der Ärger über den verpassten Blick durchs Fernrohr dürfte spätestens in 11 Jahren vergessen sein. Dann nämlich kann man in unserem Breitengraden die nächste partielle Sonnenfinsternis erleben. Und die wird mit einer 87-prozentigen Abdeckung noch attraktiver sein als die letzte, verspricht Jochen Engelmann. Vorausgesetzt natürlich, das Wetter spielt dann auch wieder so mit.